kurz gezeigt. Wie schaffen wir es, dass wir eine Applikation nur einmal starten können und beim zweiten Mal dann irgendwie so eine Meldung kommt wie, hey, die Applikation läuft bereits. Ja, wenn Sie interessiert dranbleiben. Ja, dazu verwenden wir jetzt einen Mutex. Mutex dient zur Thread-Synchronisation, aber erlaubt uns auch Threads über Prozessgrenzen hinweg zu synchronisieren. Das ist eher eine Seltenheit. Die meisten Threads im Bereich Parallel Commuting und so geht es ja immer darum, mit mehreren Threads zu arbeiten, damit wir eben mehr Kerne der CPU auslassen können. Und der Mutex erlaubt aber auch mehrere Prozesse im Endeffekt zu synchronisieren. Also wenn das Programm zweimal startet, so ungefähr. Mutex, ja, wir machen ein neues Objekt, sagen als erstes mal hier, wenn wir hier drauf schauen, ja, initially owned, yes, it's true, das hätten wir gern. Jetzt brauchen wir einen Namen, einen eindeutigen Namen. Dieser Name erlaubt uns eben dann, diesen Mutex systemweit zu reservieren, und systemweit heißt eben wirklich auf dieser Maschine über alle Prozesse hinweg. Ja, ich nenne mal Sample App, und das ist natürlich irgendein eindeutiger Name für diese Applikation, würde ich mal sagen. Und dann Outbool Acquired New. Ja, haben wir es wirklich, haben wir den acquiren dürfen? Also haben wir den jetzt wirklich bekommen oder ist der schon irgendwie reserviert worden? Na, und wenn wir den bekommen haben, also acquired new. Wenn das der Fall ist, dann sagen wir console.write:line, the app is now running. Und wenn wir nicht bekommen haben, dann sagen wir sorry, the app is already running. Ja, dann warten wir einfach console.readKey. Ah, das ist, damit wir die Meldung auch sehen, und beenden das Programm. So, und das Programm macht jetzt nichts anderes wie press any key to continue. Exit. Ja. Die Anikei-Taste. Ja. Und console rekey. Ja, auf die warten wir jetzt. Und dann machen wir noch folgendes: release mutex. Wir müssen den mutex, den wir hier erhalten haben, auch wieder freigeben. Ja, also hier holen wir uns den Mutex, bekommen in diese Variable zurück, haben wir ihn bekommen oder haben wir ihn nicht bekommen. Und wenn wir ihn bekommen haben, dann müssen wir ihn natürlich auch irgendwie wieder freigeben, damit der nächste auf den ebenfalls warten kann. Es gibt übrigens auch so Sachen wie, ich kann sagen, Mutex.waitOne, versuch ihn zu bekommen, ja, und warte maximal eine bestimmte Zeit, bestimmte Anzahl von Millisekunden etc. pp. Sozusagen, okay, ich warte so lange und wenn das nicht geht, dann kommt ein entsprechendes Timeout und so weiter und so weiter. So etwas Ähnliches kennen wir eigentlich auch von, wenn ein Visual Studio Updates installieren will, sagt er auch, hey, folgende Prozesse laufen noch und so weiter und so weiter. Gut, wir starten das Programm mal an und wenn wir jetzt nichts falsch gemacht haben, dann müsste jetzt eigentlich das soweit kompilieren, eine Konsolenapplikation starten und sagen, die App is running. The app is now running, yeah. Ich mache nochmal einen Doppelklick und hier sagt man, sorry, the app is already running. Ja, also er hat mitbekommen, der Mutex, der ist bereits da. Gut, ich klicke mal hin, starte die App neu, the app is now running, ich starte die App nochmal, the app is already running. Ja, starte die App nochmal, die App is already running. Ich mache diese zu, starte nochmal und jetzt wieder is already running. Also er braucht auch übrigens ein paar Sekunden oder Millisekunden, bis er das auch wirklich checkt. Die App is now running. Okay, also hier nur kurz gezeigt, Mutex, hier der eindeutige Key und sicher gehen, dass er am Ende wieder released wird, sonst bleibt dieser im schlimmsten Fall noch irgendwo hängen. Ja, das wollen wir auch nicht. Also, so war's, so schafft ihr, dass eure Applikation nur einmal gestartet werden kann. Viel Spaß beim Ausprobieren.